Rund 27 Jahre nach dem Mord an dem US-Rapper Tupac Shakur wird ein Verdächtiger des Mordes beschuldigt. Der 60-jährige frühere Ganganführer sei am Freitagmorgen festgenommen und angeklagt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Las Vegas mit. Er sitze in Haft. Eine vorübergehende Freilassung auf Kaution sei von einem Richter abgelehnt worden. Im Sommer hatte es in der Stadt Henderson im US-Bundesstaat Nevada nahe Las Vegas eine Hausdurchsuchung in dem Fall gegeben, womit erstmals seit vielen Jahren wieder Aufmerksamkeit auf die anhaltenden Ermittlungen an dem Fall gelenkt worden war. Der 60-jährige Angeklagte hatte in den vergangenen Jahren mehrfach öffentlich darüber gesprochen, dass er in dem weißen Cadillac gesessen habe, aus dem 1996 die Schüsse auf Shakur abgefeuert wurden. Er sei der einzige Insasse aus dem Auto, der noch lebe, hatte er in Interviews gesagt und auch in seiner Autobiografie geschrieben. Die tödlichen Schüsse selbst habe sein Neffe abgegeben, hatte der 60-Jährige betont.